Willkommen zu einem neuen legendär sandigen Let's Play. Wir spielen heute gemeinsam die Geschichte von Assassin's Creed Mirage. Großes Dankeschön an Ubisoft, die haben mir eine frühe Version gegeben. Deswegen startet das Ganze auch ein bisschen früher für euch da draußen. Und ihr könnt dieses Spiel hier dreimal gewinnen. Für eine Plattform eurer Wahl, egal PC, Xbox, PlayStation, könnt ihr frei entscheiden. Einfach nur bewerten und kommentieren mit eurem Discord-Namen. Das Ganze geht bis nächste Woche Donnerstag. Ihr habt also eine Woche Zeit. Wir starten jetzt Mirage, ein kleineres, etwas traditionelleres Assassin's Creed. Valhalla war mir persönlich am Ende einfach viel zu lang, viel zu groß, viel zu träge, aber Mirage soll da deutlich zackiger sein. Neues Spiel, ab geht's! Ihr habt nach dieser Erinnerung gefragt. Ich log, sagte, sie wäre verloren. Ich dachte, sie verleite zu falschen Schlüssen. Doch dieser Mann lebte viele Leben. Er hat uns etwas beizubringen. Als er zu uns kam, war er kaum mehr als ein gewöhnlicher Dieb. Er schlug sich auf den Straßen Bagdads durch und wollte eine bessere Zukunft. Nicht nur für sich, sondern für alle, die am Rande der Gesellschaft litten. Zwar lebte er in einem goldenen Zeitalter, im Herzen des blühenden Abbasiden-Kalifats, doch kratzt man an der Oberfläche, kommt eine Verderbnis zum Vorschein. Der Orden der Ältesten kämpfte um Einfluss und verbreitete Grauen im Land. Die Verborgenen, wie wir damals hießen, widersetzten sich und griffen unseren Feind aus dem Schatten an. Ein ewiger Konflikt. Und damals stand er in seinem Zentrum. Basim ibn Ishaq. Er folgte dem Credo, er hinterfragte es. Das müssen wir auch. Wir alle können die Schatten, in denen wir wandeln, für das Licht halten, dem wir dienen. Es mag die Zeit kommen, in der wir so geprüft werden wie er. Und ich fürchte, diese Zeit kommt bald. Ruhig, Basim. Atme. War es wieder der Djinn? Und was wollte unser Freund diesmal? Mir das Fleisch von den Knochen reißen? Meine Eingeweide fressen? Er spricht nie viel, doch er hinterlässt Spuren. Ich kann ihn immer noch auf meiner Haut spüren. Nicht sehr originell. Das solltest du ihm mal sagen. Vergiss den Djinn mal einen Moment. Der Tag ist jung und es steht Arbeit an. Es gibt einen neuen Auftrag von Darwish. Für wen? Die schon wieder? Da verdienen wir ja mehr, wenn wir Wasser an Kamele verkaufen. Ach komm, Nihal. Wo bleibt dein Pflichtgefühl? Pflichtgefühl macht uns nicht satt. Nein, aber es sättigt die Seele. Ich warte draußen. Die erste Nachricht natürlich direkt wieder zusätzliche Inhalte freigeschalten. Ja, es gibt auch wieder einen Shop, ja, es gibt auch wieder jede Menge Skins und so weiter und so fort. Billiger Schmuck und angelaufene Münzen. Die Schätze eines Gaunerlebens.
Komm in die Hufe, Basim. Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut. Ich hatte eben gerade einen heftigen Albtraum von dem Djinn, okay? Ich brauche erstmal meinen Morgenkaffee. Ich sagte Nihal, wir könnten das niemals verkaufen, als sie es stahl. Doch sie konnte nicht widerstehen. Ich frage mich, was sie an diesem alten Plunder nur immer findet. Die Sonne wirft lange Schatten. Lassen wir Dawish nicht warten. Noch eine Standpauke ertrage ich nicht. Diese Aufträge. Dawish gibt dir eine ganze Menge davon. Er weiß, dass ich ihn nicht enttäusche. Er vertraut dir, so viel ist sicher. Meinst du, das gilt auch für sie? Für diese Gestalten im Schatten? Ich hoffe inzwischen schon. Dann sollten sie das auch zeigen. Setz dich der Gefahr aus und sie geben dir sehr wenig dafür. Sie sind Freiheitskämpfer, Nihal. Keine Händler. Ich weiß, was erzählt wird. Und doch sollte der Preis der Freiheit ausreichen, uns satt zu machen. Alright. Parcours. Steuerung. Ist am Anfang immer so ein bisschen... Musste ich auch lernen. Ich habe das Spiel ja schon gespielt. Also nicht die Version, aber ich war auch bei einer Unzock-Session dabei. Vor einem Monat ungefähr oder wann das war. Da muss man immer wieder so ein bisschen reinkommen bei Assassin's Creed, die Steuerung. Weil eigentlich jede Taste zweimal belegt ist. Irgendwann geht das wieder alles aus einem Guss, aber am Anfang ist es immer so ein bisschen hakelig, finde ich. Besonders wenn es ins Kämpfen übergeht. Da musst du so vieles beachten. Alright, wir dürfen auch sprinten. Ein bisschen Tutorial, dies, das, warum nicht? Was diesen Auftrag angeht... Ich will nicht, dass du meine Worte für aufdringlich hältst. Ich sorge mich nur um dich, Sadiki. Es ist nicht lästig, sich gegen unsere Unterdrücker zu wehren, wie es die Verborgenen tun. Hältst du dich für den Helden von morgen? Den nächsten Gilgamesch? Nein. Ich bin nur der Sohn eines Staatsdieners, der sein Leben der Verbesserung des Lebens seines Volkes verschrieben hatte, um dann erniedrigt und vergessen zu werden. Doch es schmeichelt mir, dass du mir solche Größe zutraust. Ich kann mich nur bemühen. Das habe ich so ganz sicher nicht gemeint. Ich habe es so verstanden. So viele Menschen. Da muss etwas Wichtiges vor sich gehen. Der Kalif wurde in den Winterpalast gerufen. Sicherlich ist es ein reiches Gefolge, das die Menge angelockt hat. Vielleicht sind sie in Stimmung, etwas zu spenden. Ah, ich verstehe. Eine kleine Fingerübung, um den Verstand zu schärfen. Wenn dieser Auftrag uns schon nicht ernährt, soll es eben das Kalifat tun. Dieser Händler hat seine Börse auf dem Tisch liegen lassen. Etwas Einfaches zum Warmwerden. Dann gib mir mal die Börse, ich brauche die nämlich dringend. Und jetzt weg, ehe jemand was bemerkt. Die! Komm her! Mach dich bereit. Ich wähle sie aus. Ein scharfes Auge und eine geschickte Hand. Ein vortreffliches Paar. Na, endlich dürfen wir wieder richtig schön klauen, ne? Das fand ich immer so geil bei Assassin's Creed, dass man sich einfach so sein Zeug zusammenklaut. Dieser eitle Gockel da. Er muss etwas von Wert dabei haben. Taschendiebstahl. Setze das Adlerauge ein, um Beute zu finden, welche Kostbarkeiten enthalten. Drücke in der Nähe Y, um einen Taschendiebstahl durchzuführen. Drücke im richtigen Moment erneut Y, um den Diebstahl erfolgreich abzuschließen, ohne erwischt zu werden. Okay, ist jetzt so ein kleines Minispiel. Wo willst du denn hin? Sehr geschickt. Das war ultra knapp eigentlich, ne? Ich habe eigentlich eben gerade gedacht, ich hab's versaut. Und dort drüben an dem Stand. Sie hat auch Geld. Wieder drüben am Stand. Ach, die da. Ja, die hat eine pralle Börse. Gut gemacht. Du bist wahrlich der Meisterdieb von El Anbar. Höre ich da etwa Neid heraus? Wohl kaum, o größter aller Taschenlehrer. Du bist unmöglich. Jetzt komm. Darwish wartet sich ja schon.
So, wo müssen wir hin? Irgendwo da drüben hin. Folge mir. Wow. Ja, das Spiel sollte ja eigentlich ursprünglich ein DLC sein von Valhalla. Dementsprechend ist die Technik eigentlich Valhalla ein bisschen hübscher. Es läuft jetzt auch auf DirectX 12. Ich glaube, Valhalla lief erst später auf DirectX 12. Weil als ich es noch aufgenommen habe, war es DirectX 11. Kann ich mich noch dran erinnern. Aber so an sich ist die Grafik jetzt kein wirklich großer Sprung nach vorne, meines Erachtens. Frieden, Zadik. Die haben aber viel Energie. Bin gespannt, was für Geschichten wir heute hören. Mit Sicherheit großspurige. Hast du was Gutes gestohlen? Sieh an. Da kommt der Vollpelz ja. Ich habe auf dich gewartet. Jemand muss sich ja ums Essen kümmern. Moment! Für Brot. Geb damit bloß nicht auf dem Markt an. Vertraut mir. Geh zu Seida. Sie verwendet reichlich Butter. Das tut sie wohl. Du siehst müde aus. Geht es dir gut? Nichts, was ein kleines Abenteuer nicht richten könnte. Was brauchen Sie? Ein Frachtverzeichnis aus dem Hafen. Für sich genommen ist es wenig wert, aber die Informationen darin sind nützlich für Sie. Ein Kinderspiel. Haben die nichts Schwierigeres? Ich bin zu so viel mehr fähig. Schluck deinen Stolz herunter. Die Wachen des Kalifen sind zahlreich und du tätest gut daran, das nicht zu vergessen. Du machst dir jetzt mehr Sorgen um mich als zu unserer Zeit in Bagdad. Meine Sorge ist dieselbe. Ich bin nur inzwischen zu alt und zu müde, um sie zu verbergen. Hol die Aufzeichnungen und spute dich. Wir haben noch nicht über meinen Lohn gesprochen. Und das werden wir auch nicht, bis es getan ist. Du weißt, wie die sind. Das war alles? Er ist nur das Sprachrohr. Und du immer noch ein Botenjunge. Diesen Auftrag schaffst du allein. Ich hab gesehen, wie sie mit den ganzen Soldaten... Ich arbeite eh lieber allein, also so gesehen passt das. Natürlich. Das sind Soldaten. Ich würde gern ein Schwert stehlen. Oder ein Helm. Okay, wir sind in so einer kleinen Straßenbande. Diebische Boys and Girls. Der Klassiker eben, ne? Sperrgebiet. Jetzt geht's los. Wie viele haben wir letztendlich bekommen? 16 Kisten, eine Truhe, ein halbes Dutzend Beutel. Als ich das letzte Mal nachgesehen habe, fehlten nur noch 3 Kisten. Gib ihren Leuten Zeit bis morgen Abend. Wenn sie bis dahin nicht da waren, müssen wir davon ausgehen, dass sie ihre Waren vergessen haben. Öffnet sie. Behaltet, was uns gefallen könnte, und entsorgt den Rest. Warte hier. Entdeckung. Wachen werden misstrauisch und sehen nach, wenn sie dich in einem Sperrgebiet erspähen. Drücke B, um dich zwischen hohen Pflanzen zu ducken und weniger leicht entdeckt zu werden. Hey, was? Gegner aus dem Weg räumen. Eliminiere Gegner, während du unentdeckt bist, um nicht in einen offenen Kampf verwickelt zu werden. Ja, es ist deutlich mehr stealthy als Valhalla. Valhalla bin ich eigentlich immer rein und bin mit schweren Waffen drauf. Hier ist es wieder so ein bisschen wie in den ursprünglichen Assassin's Creed Spielen. Drücke RB, um einen Gegner bewusstlos zu schlagen, ehe du entdeckt wirst und andere Gegner in der Nähe alarmiert werden. Finde ich persönlich aber auch besser bei Assassin's Creed. Wenn ich gesehen werde, muss ich fliehen. Gut, dass ich schneller bin als die behäbigen Wachen. Klar, du kannst auch bei Valhalla stealthen und so, aber es hat mir nie das Gefühl gegeben, dass ich bei anderen Assassin's Creed-Teilen hatte. Es gibt auch ein nicht so krasses Skillsystem wie in Valhalla, was ich auch gut finde. Ey, das war so viel, ne? Das hört ja gar nicht mehr auf. Da konntest du ja leveln, bis die Schwarte kracht. Irre. Und hier ist alles ein bisschen kleiner, eingestampfter und auch sinnvoller. Aber es gibt viele Menschen, die sagen, ey, Valhalla, bester Teil. Verschlossen.
nicht mehr lang. Okay, verschlossen. Drüben ist was. Hier ist ein Dude. Hauen wir erstmal den hier weg. Bams. Dann hauen wir den da weg. Wow, 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 Vorsicht. Ich kann schon von oben. Ah ja, pfeifen können wir auch. Klar. Ist auch so eine klassische Fähigkeit. Alter, der hat aber auch einen Haken, ne? Der kloppt die Boys weg. Der kloppt richtig rein, der Kollege. Und looten kann man auch. Ich weiß gar nicht, ob es hier wieder so Ausrüstungsgegenstände gibt, wie in Valhalla zum Beispiel jetzt. Hey, du! Was geht da vor? Schmalzbart! Warte! Warte! Erstmal eine Ohrfeige gegeben. So, hier ist eine Kiste. Man hat auch Rauchbomben. Und so ein Zeugs. Ja. Knochenwürfel. Bisschen Cashews. Der hat den Schlüssel, der Mann da oben. Ich muss mal schauen, wie ich da hinkomme. Wahrscheinlich hier hochklettern. Hier kann man sich verstecken, das ist so ein Unterschlupf. Okay, wie komme ich denn hier ins Gebäude rein? Weil hier kann ich ja nicht durch, ne? Das kann man nicht irgendwie öffnen. Wo ist der Eingang? Gibt's doch nicht. Wo komme ich denn hier rein? Ah, vielleicht von innen. Gibt's da eine Treppe nach oben? Ah, hier. Hier ist eine Leiter in der Ecke. Die habe ich übersehen. Klar, knocken wir den aus. Ausknocken ist cooler. Danke, danke, danke. So, wir haben den Schlüssel. Ach, von innen kann man das hier entriegeln. Also es sind viele Elemente aus den anderen Teilen natürlich auch mit drin. Aber wie gesagt, alles deutlich stealthier. So, gehen wir mal rüber und holen uns die Beute, die wir wollen. Da. Ist es das, wonach ich suche? Ich frage mich, welche Geheimnisse das Verzeichnis birgt. Vielleicht bekomme ich den alten Griesgram dazu, unserem Kontakt etwas zu entlocken. Alright, wir sind durch. Lief doch gar nicht mal so schlecht, oder? So will ich das. Ich will schleichen. Ich will aus dem Hinterhalt Leute ausnocken. Du bist noch heil, wie ich sehe. Klar, das war Kinderspiel. Viel zu einfach. Wie der Gestank des Hochmuts aus deinen Poren trieft. Mutia, wohin ist dein Lächeln verschwunden? Was ist passiert? Ich will nicht darüber reden. Ah, aber ich gehe nicht, bevor du es tust. Wir brauchen jemanden, um die griesgrämigen Winde aus Darwishs Gemächern auszugleichen. Ist er für die dunklen Wolken über dir verantwortlich? Er hat mich angeschrien, mich ein hasenhirniges Balk genannt und nur weil ich ein paar Wachen aufgescheucht habe, die mich genervt haben. Wie harsch. Ich hätte es genauso wie du gemacht. Meinst du, er wird mich wegschicken? Ah, du kennst ihn nicht so gut wie ich, Mutia. Deswegen sage ich nur eins. Darwish mag grob erscheinen, aber er hat ein weiches Herz.
Er versucht nur, dich zu beschützen. Und doch ist etwas Vergeltung angebracht. Was können wir tun? Was können wir tun? Ah, morgen. Wenn alles ruhig ist, setzen wir uns auf ein Dach in der Nähe und werfen Steine gegen seine Wand, wenn er versucht zu schlafen. Ausgezeichnete Idee. Bis später, Bassem. Ist das eine Nebenmission oder... Wir könnten ein paar Augen in der Stadt gebrauchen. Ich sehe, was ich tun kann. Sie sieht wichtig aus. Solltest einen besseren Lohn aushandeln. Shh. Ah, Bassem, gerade recht. Hast du es bekommen? Ohne Probleme. Gib es her. Du bist eine von ihnen. Da. Anscheinend wurde sie heute Morgen geliefert. Sicher, dass es die gesuchte Truhe ist? Absolut sicher. Bezahl den Burschen. Wenn was gestohlen werden muss, bin ich euer Mann. Darwish kann das bestätigen. Er hat mir all eure Aufträge gegeben. Dann hast du deinen Teil getan. Ich kann mehr tun. Zwei meiner besten Männer starben dabei. Einem Straßendieb wird es wohl kaum besser ergehen. Dann heuert mich an. Ihr habt zwei offene Stellen. Für diese Beleidigung sollte ich die Hälfte behalten. Danke, Darwish. Hör zu, Bassem. Wenn du weiterhin für mich arbeiten willst, dann sei unauffällig und halte die Klappe. Warum musst du dich lächerlich machen wie ein... Ein was? Wie ein Bettler, der verzweifelt nach Aufmerksamkeit heischt. Verzweifelt? Ich bin gut in dem, was ich tue. Diese Frau sollte sich glücklich schätzen, mich dabei zu haben. Sie will dich aber nicht. Du bist ein Straßendieb mit schmutzigen Füßen. Warum bemühst du dich? Warum willst du diesen Weg erzwingen? Weil ein Straßendieb zu sein nicht mein Lebensziel ist. Ich habe der Welt mehr zu bieten als meine flinken Finger. Sie hat es nur noch nicht erkannt. Beinahe, Jassi. Was ist das? Ah, das ist meine neueste Schöpfung. Damit kann ich wütende Händler abwehren, wenn sie mich beim, Wühlen in ihren Waren erwischen. Ein Glück, dass ich verschont wurde. Du riechst übel. Was ist das? Ah, wir haben von früh an im Hafen geangelt, hatten aber kein Glück. Am Hafen? Hast du irgendeine Art Aufregung wegen einer Truhe mitbekommen? Ja, eine schwarze. Ein sehr schönes Stück. Ein paar kräftige Wachen brachten sie zum Palast. Du hast mir sehr geholfen, Jassib. Was hast du denn vor? Sie wollen diese Truhe und ich werde sie ihnen holen. Die werden schon noch sehen. Man dringt einfach nicht zu dir durch, oder? Dann machen wir es gemeinsam. Wenn du im Winterpalast erwischt wirst, wirst du auf der Stelle erschlagen. Wir brauchen einen sicheren Weg hinein. Und ich weiß, wo wir einen finden könnten. Also, wenn du es aushältst, zur Abwechslung einmal mir zu folgen. Ja, das machen wir in der nächsten Folge. Bewerten, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.